Unsere wunderschöne Insel, die man weiter gedeiht, immer weiter ein bisschen abwirft und einfach niemals ein Ende kennt. Willkommen zurück, Freunde. In dieser Part, ja, wir haben, wie gesagt, noch einiges zu tun. Die Frage ist bloß, was genau heute? Ich meine, der Typ hier will bereits mit Edelsteinen handeln, denke ich mir auch so. WTF? Aber naja, das soweit. Hallo, wo ist der Knopf? Knopf, wo bist du? Da ist der Schwindelknopf. Nö. Das wäre ein bisschen falsch. Jetzt kann es stimmen. Gut. Haben wir hier oben soweit also unsere Stadt. Okay, hier haben wir noch die Werkzeugschmieden, die ich aktuell mal da platziert habe. Genau. Was haben wir sonst noch? Wir haben unsere Excalibur, was die in der... Ihr davon, etwas für mich zu erledigen? Mit Jade, war. Ach ja, genau, erforschen. Ja, noch immer das Falsche. Erforschen. Frage, was zuerst forschen? Auf einem Völkern. Dolmetscher ist eigentlich nie verkehrt. Auch momentan nicht die Spionage. Trockendock beschleunigt den Bau von Schiffen, einem Werften. Forschung des Trockendocks schließt der Forschung des großen Segels aus. Leider gewohnt, großer Laderaum kann auch ganz praktisch sein. Ich bin doch eher der Fan davon, weil großes Segel kannst du immer gut gebrauchen. Sei es im Krieg, sei es im Handel. Und Kufbeschlag, logisch, brauchst du nur im Krieg. Und daher, ja, machen wir das hier. Kann beides machen gleichzeitig? Nö. Naja. Das ist ja auch ein anderes Thema. So. Die Kohle steigt, die Kohle steigt, lalala, die Kohle steigt. Ja, weit nicht, man sieht es ja pro Haus 30, wenn man 84 Häuser, das muss ja also eine gerade Zahl sein, geht gar nicht anders. So. Nächste Frage, wir haben Marmor soweit, hey, ist alles cool. Und dann Edelsteinmine, Goldmine für die Goldschmiede. Verhältnis war 2 zu 1, wenn ich mich richtig erinnere. Hätten wir beides hier unten? Ja, da, Gold. Geht ja vor allem die Endlose, wa? Aber die Frage wäre, was einfach hier eigentlich noch alles? Auch Golden Edelsteine, aber sind die auch endlose Minen? Ne, Gold zum Beispiel schon mal nicht. Und wo die Edelsteine sind, die auch nicht, hä? Also das bringt hier schon mal gar nichts. Das hier schon mal vergessen. Die Nahrung, die steigt auch noch. Aber erstmal die großen Kriegsschiffe hier, wa? Kriegsschiff, sage ich schon. Durch die großen Handelsschiffe. Du. Sieg mal eins. Alles hört so. Auf euren Befehl. Du kannst ruhig hier bleiben. Unsere drei kleinen Kriegsschiffe. Schiffchen. So, du gehst noch dahin. Alle schön in Reihe und Glied. Er sagte Glied. Er sagte Glied. Wow. Ihr habt das Kommando. Frag nicht. Frag einfach nicht. Also, ein dicker Schiff, wie gewohnt, für so einen Edelsteinen. Bringe ein Problem damit, aber egal. Erstmal, so oder so. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Ziegel. Was machen wir sonst noch? Holzziegel, Werkzeug, Holzziegel, Werkzeug, Holzziegel, Werkzeug, Marmor. War ja klar. Marmor habe ich sowieso genug. Warte mal ganz kurz, bis ich noch ein bisschen mehr Werkzeug habe. Hier sieht man es jetzt. Vor allem Nahrung, der geht wieder runter, der Kurs, wa? Der Wind steht günstig. Der Wind steht günstig. Ja, halt die Klappe. Ich meine, es ist nur die Route 3 von dem her. Das war ja trotzdem schon drei Sachen, ne? Bald ist wieder voll. Ich war noch ein bisschen ab. Der Wind steht günstig. Ja, immer noch. Ah. Hast du auch so einen starken Forscherdrang? No. Der Rest mit Kakao und Honig. Ja, wenn ich nur einen dritten machen würde. Ja, warum? Aktuell geht's ja. Sag mal, Kohle, wo bist du hin? Schon überall sind sie eingezogen. So.
1600. Du. Habt ihr das Lagerhaus gelesen statt Logenhaus? Auch nicht schlecht. Man, ne, mit den Werkzeugen, dauert aber gerade ein bisschen sehr lange. Scheiß drauf. Gut. Geht trotzdem mal. Ja, doch, muss hier machen. Geht nicht anders. Das Schiff wäre auch schon ready. Also, warte mal. Das ist ja. Die Route 1. Das ist der Hermes. Der Herpes und der Hermes. Handelsschiff, ahoi. Neuer Kurs. Neuer Kurs. Ach, muss ja hoch, ja, stimmt, ja, muss ja. Ach, überhaupt. Hier oben, das habe ich auch, das ist da oben, genau. Stimmt ja also schon. Ach, schön. Richtig, richtig schön. Ja, so mal zu dem Thema. Interessant war Edelsteine Goldmine. Stufe 1 noch. Kann ich sie noch tiefer machen? Ambra-Produktion. Benedikt Walfe produziert Ambra. Produziert Blüten. Benedikt Ambra und Blüten. Ich meine, wir wissen es. Theoretisch kann ich es hier machen. Weil ich im Ambra war eigentlich. Muss ich es sogar hier machen, da der ja pausiert ist, wobei wir da aktivieren kann. Im Karai will er sowieso noch ausbauen. Boah, wie viel? Wirklich so viel? Amerika kann es auch machen, aber na, was machen die ganzen überschüssigen Walfett hier? Drüber schippern oder was? Auch irgendwie warte doof, oder? In die Wanden, Männer! Warte auf Anweisung! Ahoi! Hiss die Segel! Ja, einmal zu viel. Nein, der gute Alkohol! Doch! Und du sagst Tschüss! Was immer ihr wünscht! Urena 2! Nee! Du bist die Ure. Okay, wer heißt neu Hau Urena? Es kann sofort losgehen. Bereit zum Auslaufen. Ich habe ja doppelt Namen dabei. Uri. Da war sie gerade. Warte auf Anweisung. Schwertfisch, Urena. Der Wind steht günstig. Komm, hab gerade irgendwie null Idee. Oregano. So. Alles hört. Ist auch ein schöner Name. So. Ein vorzügliches Geschäft, das ich heute bei euch gemacht habe. Nachher eben, also hier Alkohol plus Gold und Diamanten. Okay, das würde laufen. Die Ambra-Produktion. Ja, da ist ein Problemverhältnis. Die Insel hier oben. Klein, aber süß. So gesehen, ja. Natürlich hier ein bisschen übertrieben, war. Wenn ich halt das quasi rausnehmen würde nachher, quasi wieder auf Parfüm, wird auch was bringen, oder? Mal gucken, vorne mal gucken. Wir können hier sowieso noch ein bisschen mehr bauen. Ey, wie sieht es eigentlich sonst generell so aus? Okay, Pralinen, die gefallen uns gar nicht. Alkoholnahrung ist eigentlich klar, der Rest ist soweit noch gut. Brauche ich noch einen dritten? Hier müsste es ja gehen, wa? Ist eben noch Verhältnis 2 zu 1. Ja, müssen wir vielleicht nochmal einen bauen. Na, wir sehen sie dann noch. Holst du doch hier natürlich auch in Hülle um Fülle. Oh ja. Da war nur ein einziges Holzfällhäuschen. Nur eines. Was? Ah, sind wir da Ziegel. Mann. Ich brauch echt mal irgendwie
Entschuldigung. Aber ich glaube echt mal irgendwie eine Schief, also eine Schief plus eine Route, wo ich, klingt zwar ein bisschen doof, was ich gerade sage, aber ist eigentlich wirklich so, wo ich quasi in einer Insel zur anderen schippen lasse und immer ein bisschen Waren abliefe. Zum Beispiel irgendwie 10 Tonnen Ziegel auf die Insel, 10 Tonnen Ziegel auf die andere Insel, etc. etc. Sonst kommen doch hier ständig wieder neue Probleme. Warte auf Anweisung. Und das ist doof. Ahoi. So, kannst du wieder zurück. Marmor holen, ich weiß, ich könnte noch ein großes Handelsschiff dafür nehmen. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Was? Warum? Verarschen? Das muss ein Bug sein. Er hat gerade ein bisschen abgeliefert. Hä? Kapiere ich nicht. Ist mir zu hoch, erstmal wieder ein bisschen forschen. Fuppenschlag brauche ich momentan jetzt nicht. Den auch nicht, machen wir hier weiter. Hier Stufe 3. Die Festung. Die Festung der Einsamkeit kann bereits bauen. Cool. Er ist gar nicht groß. Ah doch. Die machen wir doch eher hier unten, Leute. Machen wir ein riesiges Aus, aber eher später natürlich alles. Bis dann natürlich auch das hier alles mal exportiert wird, sogar hier oben. Also, das Ziel ist eigentlich sowieso. Weil, ich meine, Amerika ist so ein großes Land, da kann ich noch so viel machen. Ich habe sogar irgendwann mal die glanzvolle Idee, dass ich hier unten alles abreiße, quasi nur noch produziere. Und hier oben, ja, die ganzen Menschen wohnen habe. Sicher nicht hier, ist logisch, aber hier oben? Wäre möglich. Du, 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 du. Da macht sicher nicht 40 Tonnen, aber mach es trotzdem mal. Schass for fun, versteht sich. So, wir machen jetzt hier oben. Machen sich an ihren Vorräten zu schaffen. Immer diese scheiß Rattenplage. So. Dann denk mal so. Ich guck dort zum ersten Mal. Ist schon hier, wa? Ja, ist hier. Zum Glück ist nicht gerade Pralinen. Ja, mehr oder weniger Standard, dass man halt so zu sich nimmt. Okidoki. Füllen wir hier mal ein bisschen auf. Süpp. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Sag mal. Noch verarschen? Du meinst, dass ich ganz alles abgeliefert hat oder was? Also was ist nicht irgendwie im Pack oder so etwas, Freunde? Da will ich ja nicht hin, das stimmt schon. Nee, das ist richtig. Hä? So, wegen dem hier war Effektivität vielleicht deswegen, wenn es 0% ist, aber das stimmt ja. Also, nee, eigentlich ja schon nicht, aber. Warum kann ich beim besten Willen nicht sagen? Naja. Ist auch egal, wenn noch ein bisschen was zu tun, Freunde, bevor der Part zu Ende ist, normal. Hallo, so jetzt. Alles abholzen. Wir brauchen hier kein Grünzeug. Braucht's nicht. Die Goldschmiede! Die Endlose! Jetzt schon! Alter! Was für ein Ausblick, war? Wir sind nur noch Stufe 2. So, dann gibt es hier noch eine Edelsteinmine. Zack und. Wow. Also, dass es teuer sein kann, wusste ich ja schon, aber so teuer? Holy moly! Ich hätte hier gerne am liebsten irgendwie, ja, geht nicht, war scheiße. Nee, passt schon. Du.
zum Randen halt, wa? Geht natürlich jetzt hier nichts. Bis hier hin irgendwie. Hä? Hey, was ist los? So, dann du nochmal. Nochmal ganz kurz zurück, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Ja, jetzt kann sofort losgehen, wie immer. Ah, jetzt wird's auch ging's oder was? Ja. Oh, es ist ausgelastet. Hä? Verstehe, was er will. So, Nahrung. Alter Fatzke. Das ging runter. Nicht gerade viel Öl. Nur 22. Den muss ich dringend wieder ein bisschen mehr ankurbeln. Und eigentlich ist so eine Nähe, war also. Wird es trotzdem relativ schnell gehen. Wie geht es denn eigentlich sonst eben mit Auslastung aus? 100%, ja, schön. 100, 100. 35, so wie man es gerne hätte. Jo, jo, jo. Ihr habt zu viel Mehl drin, okay. Warum ist die erste Frage? Warum zu viel Mehl? Ja, natürlich ziemlich sicher nicht genug, nee. Nerv. Egal. Diamanten abtragen. Endlos fehlt hier noch. Kommt gleich. Hier haben wir schon eine endlose. 4 zu 6. Schönes Verhältnis. Gefällt mir. Ja, da bist du schon wieder. So. Was trotzdem jetzt mal so? Weil ich brauche überall wieder irgendwas. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Wahnsinn! Nicht so ein Wahnsinn. Mäh. 204, wollen wir verarschen? Oh, der hat plötzlich so viel Nahrung? Oder spinne ich jetzt? Wir müssen es beobachten, Leute. Weil hier geht's der Hut auf aber 240. Dass das niedrig ist, ist mir auch klar. Also ist nichts Neues. Und das geht sehr wenig runter, aber relativ schnell im Griff. Was immer ihr wünscht. Aber der macht mir schon ein bisschen Kopf zu brechen, Nahrung. Forschung vollendet. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Da muss irgendwie Bug sein. Auf nicht drauf achten, Freunde. Okay, Wehrpflicht. Jo. Machen. Jetzt. Sofort. Zu Befehl. Hä? Warum? Spiel gespeichert. Da ist 20 Minuten dran. Hä? Spinn ich jetzt? Also laut meiner Uhr bin ich jetzt seit 19 Minuten jetzt dran in diesem Part. Seltsam. Genau, mal stornieren, weil momentan eh kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Schaut auf 200 runter. Streng dich mal ein bisschen mehr an. Schnauze! Was immer ihr wünscht. Kommen wir noch 25 Tonnen nach. Ja, da muss ich ein bisschen optimieren wieder. Aber ein anderes Problem. Ein anderes Thema. So, Marmor. Stein Eisen bricht, aber unsere lieber nicht. Dort, dort, die von mir aus auch. So, 50. Bis noch 50 haben. Genau, dann zack, 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 zack. Zack, zack. Upgraden. Wow. Kaum anders als vorher. So, 11 Tonnen, 8 Tonnen. Guckt sie euch an, Freunde. Wie schön sie einfach aussieht. Die Taube davon fliegt. Und der Arbeiter arbeitet. Wahnsinn. Das ist Anno 1701, der Fluch des Drachen. Aber apropos Fluch des Drachen, wo ist der überhaupt? Hab nicht mehr gesehen, wa? Ich guck den Pavian an, plötzlich hört den Tiger. Gorilla, Entschuldigung. Der Pavian, so.
Ich habe ein bisschen Probleme mit der Performance irgendwie. Seltsamerweise. So. Aber geht sonst ganz gut. Jetzt halt eben wieder die große Quizfrage. Fangen wir bereits an. Ich würde sagen, ja. Goldschmied. Wie gesagt, vom Verhältnis her müsste es eigentlich stimmen. 2 zu 1. Wenn nicht, aber sowieso ein Problem. Deswegen mache ich mal hier hin. Schmuck. Ich baue sie trotzdem einfach mal hier ein. In die Route 1. Sag hier, komm, nimm Schmuck mit. Lad sie aus. Fertig. Mehr Geld. Theoretisch. Warte auf Anweisung. So. Ansonsten habe ich jetzt hier mittlerweile ziemlich noch viel. Machen wir hier auf 20. Ist aber so viel Ziegel hier. Der volle Ziegelmeister hier. 20 auf Vorrat müsste reichen. Geh mal hier hin, weil hier fehlen ja Ziegeln und zwar ziemlich noch viele. Haben wir schon mal etwas für die nächste Folge wieder zu machen? Oder? Ja, schon. Da stimmt es eigentlich soweit alles wieder. Da stimmt überhaupt nichts mehr da oben. Jetzt sieht es wieder ausbessern. Okay, man merkt es, die haben Bock auf Pralinen. Sehe ich ein, sind klein, süß, lecker, verschwinden schnell im Magen, trotzdem übertrieben. Der Vulkan auf ihrer Insel wird aktiv. Na, das wird er doch immer. Diego hat so brennen, haha! Voll gemein eigentlich, wa? So, man sieht es aber schon, ich komme kaum hinterher, obwohl ich da eigentlich alles prima support ist, aber trotzdem Arsch. Ich glaube echt, ich muss da. Ich glaube nicht nur, ich muss wirklich auch nachhelfen. Problem, Gildenhütte kann ich keine zweite machen, geht nicht, am besten will nicht. Ah, vielleicht doch, war. Aber halt nur. Hätte eine Option, noch eine zweite bauen, aber halt das gleiche supporten. Bereit zum Auslaufen. Ja. Nahrung ist hier mittlerweile echt ein Problem geworden. Also generell fressen. Nahrung, Pralinen? Saufen kein Problem. Aber fressen wollen die. Bis zum Get-No. So. Noch ein bisschen wässern, weil wir es einfach können. Wasser ist gut. Und immer wieder ein bisschen trinken. Genau. Schon erwähnt, das geht erst auf der nächsten, auf der letzten Stufe vor allem schon. Da ist mal ein Obelisk, das Zierelement. Yeah. Zu verzieren. Ja. Yeah. Ah, kann hier ein bisschen schwierig werden, mal mit verzieren. Ups. Vielen Dank, dass ihr uns stets zu Diensten seid. Und ich bin ja auch Sir Michael. Kapitän auf der Brücke. So. Was wollte ich noch machen? Den noch upgraden? Das ist soweit gut. Da können wir belassen. Belassen umfassen. Gildenhaus gucken, wa? Theoretisch kann ich gut. So. Haben wir eigentlich genug Werkzeuge? Nochmal so ein. Warte mal, dann machen wir ganz kurz eine Bäckerei hier hin. Viermal gibt 12. Nee, reicht nicht, scheiße. Der Werkzeuginhalt. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen ausbauen. Ja, vor allem, wenn wir ein Nestpaar machen. Wir müssen noch ein bisschen Nahrung und natürlich auch hier oben. Pralinen, danke schön, noch ein bisschen sichern, weil. Wobei Pralinen, das sinkt aber nicht zu stark, aber Nahrung, da irgendwie habe das Gefühl, in einer Stunde spätestens habe ich nichts mehr zu futtern. Das wäre doof. Der hat schon was. Der hat bereits seinen Schmuck. Okay, Gold geht irgendwie schneller, wo auch immer. Ja. Das wird sie wohl sein, Freunde. Die Goldschmiede, wo sie auch Diamant verwendet. Schön am Wasser, wie es sich gehört. Herrlich. Eigentlich hier irgendwie schneller verschwindet. Aha, ja.
geht natürlich auch so. Gut. Ansonsten würde ich mal sagen, nochmal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal, mal ganz kurz. Holz, bin doch doof. War kein Holz hier oben. Werkzeug eventuell, Ziegel vielleicht nochmal. Ja. Dann, wie gesagt, ein bisschen ausbessern noch. Hier oben und da oben, hast du nicht gesehen, war noch ein bisschen mehr Kakao, nochmal zwei Felder. Hier oben nochmal, genau, und da brauchen wir nochmal ein Schiff für hier hin, aber auch da, das mit den Blüten hier hinauf. Mit Ambra-Produktion. Ja, denke ich, ist am besten, war. Ey, Ambra. Ja, doof. Parfüm natürlich, ja. Genau, machen wir das Ganze hier oben, dann haben wir noch ein Schiff, was. Dazu verdienen wollt, ich hätte da einen Auftrag für euch. Schnauze. Kann das ein kleines Handelsschiff verwenden? War ein kleines, was hier hinflattert zwischen Japan und Amerika. Wegen Walfetal, versteht sich. Oder ist das zu heikel? Ich warte noch ein bisschen. Momentan sieht es doch eher wieder normal aus, sag ich jetzt mal. Ja, ich weiß, das Walfetlager ist voll, aber wenn ich nachher plötzlich sage, komm, ich liefere ständig 50 Tonnen rüber, dann ist vielleicht auch nicht gerade so gut Kirschen essen und. Schon vollendet. Dankeschön. Und ganz kurz starten. Bist du das mit? Nö, ist nicht der. Alter, die Nahrung. Pralinen! Pralinen. Juwelen! Ja. Können wir machen. Schmuck nach Pralinen. Parfüm, wenn wir erstmal Jaden noch bekommen. Da muss ich sowieso noch gucken, Freunde. Ja, mit denen hier, der aber. Der Kaiser ist über euren Besuch erfreut. Doch, er ist. Liang Wu, mit dem müssen wir künftig noch sehr, sehr viel handeln, weil sonst kriegen wir das nicht und das wäre doof. Ich suche nach jemandem, der einen dringenden Auftrag für mich erledigt. Jo, auch das machen wir natürlich noch in der nächsten Folge, Freunde. Hier bei Anno 1701, der Fluch des Drachen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.